Guten Morgen, ihr süßen Häschen. Also, wenn ihr das Video seht, ist es schon wieder nicht mehr morgen, sondern dann ist es wahrscheinlich schon, blendet mich ein bisschen das Licht, deswegen sehe ich nicht, früher Nachmittag. Ich habe ein Mikro, so ein richtig tolles. Das ist so ein kleiner Lebenstraum, den ich schon lange hatte. Und eine sehr, sehr liebe Person hat mir diesen Traum erfüllt. War ja nicht so teuer, wie ich mitbekommen habe. Man muss nur einfach auch mal ein bisschen gucken. Ja, zum Beispiel bei so kleinen Anzeigenportalen. Und dann findet man da tatsächlich schon mal gute Hardware mit ganz viel Kram zu ganz schön guten Preisen, meine lieben Freunde. Und naja, ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, mir was schenken zu lassen. Aber manchmal muss man einfach mal Ja sagen, wenn man merkt, dass es das Richtige ist. Und das war, glaube ich, das Richtige, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses neue Format, welches wir hier heute zum allerersten Mal sehen, durchaus sich in eine interessante Richtung entwickeln wird. Weil ich habe mir überlegt, es kommen so viele Informationen rum bei den, vor allem bei den Rennwochenenden, aber auch bei den anderen Videos, die ich so mache, dass es irgendwie schade wäre, das alles immer nur so in diesen Kommentaren so abzuhandeln und untergehen zu lassen. Und deswegen habe ich mir überlegt, werden wir einfach jetzt jeden Montagmorgen so einen Wochenrückblick machen und einfach mal eine kleine Rückschau auf die Videos der letzten Woche und auch eine kleine persönliche Rückschau auf das, was mir persönlich so passiert ist, machen. Und ja, das ist hier heute das erste Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil, naja, neues Format ist immer so ein bisschen. Man muss ja so ein bisschen aufpassen, ne? Der liebe Algorithmus ist ja unser guter Freund. Der liebe Algorithmus ist aber auch eine kleine Kacksau. Und der mag das eigentlich nicht, wenn man andere Sachen macht. Eigentlich möchte der Algorithmus, dass ich irgendwie schön jeden Tag das Gleiche mache. Also selbst wenn ich mal so ein Medieval Dynasty Video oder so ein Flugsimulator 2020 Video mache, dann hat der Algorithmus da ehrlich gesagt so richtig ja keinen Bock drauf. Aber ist mir Wurst, ich machte trotzdem, ich habe mir auch da schon ein paar Gedanken zu gemacht, aber die sollen es heute hier nicht in dieses Video finden. Nein, meine lieben Freunde, wir machen heute tatsächlich einfach nur Löbis. Ich weiß noch nicht mal, wie ich es nenne. Löbis Rückschau, Löbis Wochenrückblick, irgendwas. Irgendwas in die Richtung. Ihr wisst ja, das muss immer einen schönen Namen haben. So, jetzt habe ich hier einen tollen Zettel vor mir liegen und kann den nicht mehr lesen, weil ich hier die ganze Zeit auf so eine Lampe gucke. Ist natürlich super geplant. So, falls die Ersten irgendwie schon die Finger an der Tastatur haben und mir sagen wollen, dass man doch so ein Mikrofon bitte auf ein Stativ macht und dass man doch bitte einen Popschutz davor macht und blä, 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 blä. Damit habe ich genug dazu gesagt. Ich mache genau das so, wie ich das gerne möchte und nicht so, wie alle anderen das machen. Deswegen habe ich auch kein Rode NT1A, liebe Freunde. So, und jetzt, falls es irgendjemanden interessiert, es ist ein Audio-Technica AT2020. Das ist, glaube ich, preis-leistungsmäßig so ziemlich das Geilste, was man so kaufen kann. Und wie gesagt, war schon lange ein Traum von mir und naja, der wurde mir dann tatsächlich jetzt erfüllt. Wir starten mal beim Montag, liebe Freunde. Montag gab es das Video 1300 PS Supra, die eine Runde. Und naja, ich habe die Mutkurve verkackt. Ich muss wirklich, ich kann nicht, mit dieser Lampe hier ist ein bisschen blöd. Ich kann hier den Text nicht lesen. Ich habe hier so ein, genau da, wo ich hingucke, habe ich jetzt so ein Fleck. Das ist irgendwie so ein bisschen scheiße. Aber ich weiß ja so ungefähr, was ich geschrieben habe. Ich habe die Mutkurve verkackt, wie immer. Wäre ja auch ein Wunder, wenn ich mal eine Runde, vor allem mit so einem Monsterauto, irgendwie vernünftig fahren würde, wie man nicht so ganz korrekt sagt. Und hat mich nicht verwundert. Ich bin ja froh, dass es erst in der Mutkurve passiert ist und auch nur, weil ich irgendwie mit den Reifen, ich glaube, den Körb so ein bisschen zu doll mitgenommen hatte oder so. Ist halt ein bisschen blöd, 1300 PS auf dem Curb, nicht auf dem Curb, ja, wie gesagt, Curb oder Gras, irgendwie so, ihr könnt es euch ja angucken, ich gucke, dass ich die Videos zumindest, die meisten, die ich anspreche, in den Infokarten verlinke, da,
Da ist dann so ein kleines Ausrufezeichen, da könnt ihr draufklicken und dann gibt es da die Links zu den Videos. Und nö, den Stift behalte ich in der Hand, ich brauche was zum Spielen. Ja, ansonsten gibt es zu dem Video tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Die eine Runde, ich möchte einfach das mal ansprechen, wird ein Format sein, in dem es mir nicht darum geht, möglichst realistisch Sim zu racen, sondern möglichst Action zu machen. Also deswegen habe ich da auch eine Field of View von 56 Grad und nicht von 33 Grad, wie das bei meiner Augenmonitor Entfernung sinnvoll wäre. Allerdings habe ich auch Helmkamera an, also beziehungsweise so Neckeffects von dem Content Manager Custom Shader Patch. Das bedeutet, dass der auch so ein bisschen in die Kurve guckt und so. Habe ich natürlich bei meinen Rennwochenenden alles nicht. Bei meinen Rennwochenenden habe ich schön eine 33 Grad Field of View und ja, versuche das natürlich möglichst realistisch abzubilden. So, was mir nicht so gut gefallen hat, tatsächlich an der Arma F-Mod Toyota Supra oder an dem Arma F-Mod Toyota Supra. Ich habe, nachdem ein Kommentar kam, dass es ja der Supra heißt und nicht die Supra, ein bisschen recherchiert und tatsächlich sagt die Original Toyota Supra-Werbung von damals der Toyota Supra, es ist ja auch der Toyota, und es gibt eigentlich gar keine vernünftige Begründung dafür, warum man die Supra sagen sollte. Alle Begründungen, die ich so gefunden habe, sind irgendwie, also so richtig nischt. Die einzige Begründung, wirklich die sagt, wie man es ausspricht, ist der Toyota Supra. Es gibt halt Leute, die sagen, alles, was auf A endet, ist im Deutschen die. Ach, der Toyota Supra. Ich habe mich da so ein bisschen vom Alex Werks anstecken lassen, der sagt nämlich immer die Supra. Und übrigens, da muss man, möchte ich nochmal dazu sagen, der Supra vom Alex Werks basiert auf dem Arma F-Mod Supra, hat zwar nicht 1300, sondern nur 986 PS, aber der benutzt die ganzen neuen Grafik, wie sagt man, Verbesserungen des Custom Shader Patches vom Content Manager. Und der sieht einfach besser aus, tatsächlich. Also, das hat mir nicht gefallen. Der Supra ist vom Sound her, gab es mal irgendwie in irgendeinem Gewinnspiel, habe ich das mal gewonnen. Und ich habe hier meine Notizen. Jetzt habt ihr alle schön Pause gedrückt, damit ihr meine ganzen tollen Notizen lesen könnt. Naja, da steht nichts Besonderes, außer das, was ich hier erzähle. Und der Sound ist geil, aber der Lack ist halt scheiße vom Original Supra. Und das ist so eine Sache, die hat mir einfach nicht so gut gefallen, ist mir aufgefallen. Ne, wenn alles irgendwie schön aussieht in so einem Video und dann fährt da vor dir so ein Auto mit so einem alten Lack, dann ist das einfach keine gute Werbung für die Simulation. Und da ist einfach tatsächlich die Mod vom Alex Werks, DP Werks, Assetto Corsa Tuning Mods, falls ihr da mal nachgucken wollt, schöner, optisch einfach schöner. Es wird, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, das ist so eine Information, die eine Runde natürlich weiterhin geben, aber die gibt es jetzt Montagabends, denn Montagmorgens, also ich habe heute ein bisschen spät angefangen, weil ich einfach ne, noch ein paar Notizen gemacht habe und gestern Abend keine Lust mehr hatte. Deswegen kommt dieses Video jetzt heute spät, aber ansonsten ist natürlich der Plan, dieses Video entweder Montagmorgen aufzuzeichnen und dann um 10 zu veröffentlichen oder einfach schon Sonntagabends. Aber auf jeden Fall wird Montagmorgens 10 Uhr die eine Runde ersetzt vom Wochenrückblick. Und dann gibt es die eine Runde Montagabends. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Medieval Dynasty. Medieval Monday hieß es ja bis jetzt immer. Aber Toplitz Productions hat so viele schöne Dynasty Games, um einige zu nennen, Lumberjacks Dynasty und Farmers Dynasty. Und dann gibt es demnächst noch, wenn ich mich nicht recht entdecke, Cowboys Dynasty oder Wild West Dynasty. Ich hab's vergessen, irgendwas mit Cowboys. Und ich möchte das gar nicht so auf das Medieval Dynasty festlegen, sondern möchte tatsächlich, ich möchte gerne alle Dynasty Games mal anspielen. Mal gucken, ob ich irgendwie mehrere gleichzeitig mache. Dann wird es wahrscheinlich auch mehrere Videos am Dienstag geben. Aber auf jeden Fall wird das jetzt der Dynasty-Dienstag und nicht mehr der Medieval Monday. So.
Dann hatte ich Montag eine ziemlich wichtige, wie ich einen ziemlich wichtigen Arzttermin. Das ist tatsächlich, ne, jetzt kommen wir mal so ein bisschen, also ich mische immer so auch private Sachen hier mit rein. Also wer jetzt hier Bock hat auf reine Simracing-Informationen und alle hier nur irgendwie Profi-Rennfahrer-Shit, der ist sowieso auf meinem Kanal total falsch. Da könnt ihr mir auch 20 Mal in die Kommentare schreiben, wie scheiße ihr das findet. Ist mir relativ wurscht. Ich mache hier, was ich will. Und wem das nicht gefällt, der kann sich ja gerne einfach andere Kanäle angucken. Da kann ich gerne drauf verzichten, liebe Freunde. Ich hatte diese Woche meine erste, wie sagt man, Männer ab 35 Untersuchung. Ich hatte dieses Jahr ein paar ziemlich schwere Schicksalsschläge. Es sind Freunde von mir gestorben. Freunde, mehrere, ja, Mehrzahl. Und tatsächlich bin ich dann einfach mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe alle möglichen Lebensmittelallergien, von Zöliakie über Histaminintoleranz, Laktoseintoleranz und sonstige Unverträglichkeiten. Ich weiß immer nicht so richtig, was ist denn bei mir Krankheit, was ist denn bei mir eingebildet und was ist denn bei mir nur irgendeine allergische Reaktion. Und da war am Montag das erste Mal so eine, also nicht das erste Mal eine Blutabnahme, aber das war halt die Vorbereitung, Pipi abgeben und Blut abgeben. Und ich möchte an dieser Stelle mal, die werden das nie gucken, aber schöne Grüße an die lieben Schwestern in der Poliklinik in Potsdam, in der Allgemeinmedizin. Ich bin wirklich ein kleiner Schisser, was so Nadeln, Pikse, Verletzungen überhaupt. Habe ich keinen Bock drauf, mag ich nicht, brauche ich nicht. Mir tun auch Sachen weh einfach. Beziehungsweise tun sie mir eigentlich nicht so weh, wenn sie dann passieren. Aber ich habe immer sehr viel Angst, immer noch, vor bestimmten Sachen. Ja. Und Nadeln, Pikse, Blut abnehmen ist für mich halt so ein... ich halte das durch, ich falle da auch nicht um. Aber ich muss da auch nicht hingucken. Und wenn ich es dann merke, dann ist das schon eigentlich immer ziemlich... bläh. Aber, also die Schwester hat das so toll gemacht, also wirklich so toll gemacht, mir wurde noch nie so zärtlich etwas eingeführt, also eine Nadel in meinen Arm, großartig. Was steht hier noch? Ach so, und an dieser Stelle möchte ich auch mal darauf hinweisen, auch da, schönen Gruß an die Poliklinik in Potsdam. Freunde, da unten sitzt im Labor, wo man den ganzen Schrutz hin abgibt, eine einzelne Person. Und die muss das alles alleine machen. Die muss den Leuten Pipi abnehmen, die muss das Pipi irgendwie der Person zuordnen, die muss da die Blutproben entgegennehmen, dann wird den Leuten irgendwie gesagt, sie sollen klopfen, dann klopft aber keiner, dann sitzen da unten 5 Leute und du kannst aber schon mal Pipi abgeben und dann legt die deine Blutprobe da so auf den Tisch und dann stellst du deinen Becher zu der Blutprobe und gleichzeitig kommen aber noch 3 andere Leute drin, Urin abgeben, die stellen dann ihren Becher da auch mit hin und ich dachte die ganze Zeit, sag mal, wie ist denn hier eigentlich sichergestellt, dass jetzt bitte meine Probe auch meiner Blutprobe zugeordnet wird? Also einfach da mal, da stimmt irgendwas nicht. Wenn da so wenig Personal da unten sitzt, kann ja jetzt sein, dass jemand krank war und das eine Ausnahme. Aber ich glaub's fast nicht, Freunde. Ich glaub's fast nicht. Ich glaube, das ist da immer so. Und die Dame wirkte auch nicht unfreundlich, die war total nett, aber ich glaube, die war sehr gestresst. Und Leute, das ist ein Ärztehaus, das ist eine Poliklinik. Da werden Patienten behandelt, die oft schwer krank sind. Kann man da nicht mal bitte gucken, dass da vernünftig Personal, also nicht vernünftig Personal, sondern genug Personal sitzt, was denn auch nicht einen gestressten Eindruck macht, weil auch das färbt ja wieder auf die Patienten ab und das ist nicht so schön. Also da muss ich sagen, bin ich mit meinen lieben Schwestern da oben in der Allgemeinmedizin doch tatsächlich sehr zufrieden. Die sind halt immer echt entspannt, ja. Da wird die beim Blutdruck abnehmen, planen sie nebenbei noch das Wichteln für Weihnachten. Es ist immer lustig, immer froh. Das wollte ich an dieser Stelle einfach mal kurz einwerfen. Auf jeden Fall zum Ergebnis der Untersuchung kommen wir dann später. Die Untersuchung war nämlich an einem anderen Tag. Dann möchte ich mal ein Thema ansprechen. Auch das ist mir am Montag ganz schön und auch die ganze Woche noch
trage ich das so mit mir rum. Ich merke, dass mein Tinnitus immer wieder mal durchbricht. Also den habe ich eigentlich recht gut im Griff. Ich habe einen Stress-Tinnitus. Und der Stress-Tinnitus, der wird halt schlimmer, je mehr Stress ich habe. Und eigentlich müsste ich keinen Stress haben. Aber meine lieben Freunde, manche Kommentare von denen, die ihr da so abgebt, die stressen mich einfach. Ich weiß, ich stelle mich der Öffentlichkeit. Ich muss auch damit leben, dass Leute mich kacke finden und mir das auch sagen. Aber auf der anderen Seite kann man auch ruhig mal dazu sagen, dass mir das sehr unangenehm ist, wenn Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was bei mir los ist, nach 3 Minuten Video gucken, anfangen, mich zu beleidigen oder irgendeinen Scheiß über mich zu erzählen. Ich überlese das, ich scrolle da mittlerweile einfach drüber, beziehungsweise schreibe ich dann sowas drunter wie Danke für dein Feedback, damit ich einfach diesen doofen Kommentar nicht mehr lesen muss. Ende vom Lied wird sein, und ist es auch jetzt schon, dass ich einfach immer weniger Kommentare lese. Also ich lasse die alle stehen, das ist mir total Wurst. Aber ich filtere mittlerweile raus bestimmte Sachen und die beantworte ich. Und ich hatte mir auch mal so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, wenigstens mal jeden Kommentar mit so einem Herzchen zu versehen, weil ich das doch irgendwie schon wichtig finde, damit euch so ein bisschen in Kontakt zu bleiben und auch so ein bisschen zu zeigen, dass ich das lese und so. Aber ich kann das einfach noch nicht so aushalten, wie ich das gerne möchte, und deswegen gucke ich lieber einmal weniger rein als einmal zu viel, weil wie gesagt, da werden teilweise Sachen irgendwie voreilig geschrieben und behauptet, es ist einfach nicht angenehm, und wenn denn Leute einfach persönlich werden, weil ich irgendwie ihr Lieblingscomputerspiel nicht so geil finde wie sie, Freunde, wirklich, ey, ich weiß nicht, was mit euch nicht stimmt, aber weil jemand euer Spiel nicht so toll findet oder vielleicht mal falsch guckt, dann ist es kein Grund, die Person zu beleidigen oder mit so Kommentaren zu kommen, wie ob man ein bisschen dumm ist oder ob man nicht richtig lesen kann oder dass man doch vielleicht einfach mal, wenn man keine Ahnung hat, die Fresse halten sollte. Ehrlich, Leute, also so würde ich nicht mit jemandem reden. Das ist überhaupt keine Diskussionskultur, was da mittlerweile, und das bei nur 4200 Abonnenten, das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen. Ich verstehe nicht, wie ihr mit Leuten in einer Realität diskutiert oder ob ihr überhaupt Freunde habt, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr irgendwie euch so ein bisschen in eurer Ehre gekränkt fühlt, gleich mit so einem Kommentar um euch schmeißt. Also das sagt natürlich auch eine Menge über euch aus, liebe Freunde und Freundinnen. Aber da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich möchte da jetzt auch keine bestimmte Person ansprechen, weil es passiert einfach mit mehr Abonnenten immer mehr, dass Leute Kacke finden, was ich mache, oder mir nicht glauben oder mich irgendwie doof finden und mir das auch sagen. Und ich werde damit umgehen können. Und ich kann es auch tatsächlich schon immer besser. Aber das hat mich letztes Wochenende und diese Woche ganz schön viel Kraft gekostet. Und dazu kam, und das ist irgendwie aber auch gleichzeitig wieder so diese Ding, warum ich diese Rückschau hier mache, ich lerne dazu. Und nachdem ich gelernt habe, schon letztes Wochenende so bestimmte Kommentare einfach nicht so sehr an mich ranzulassen, kam prompt am Montag eine WhatsApp, das muss man auch mal einfach so ein bisschen sacken lassen, eine WhatsApp, ich habe einen privaten Vermieter hier, ja, ist hier keine große Firma, sondern ist eine Einzelperson, beziehungsweise, ja, doch ist eine Einzelperson, und da kam von der Hausverwaltung, die dieser Vermieter eingesetzt hat, ernsthaft eine WhatsApp, wo drin steht, Tag Herr Löblich, Sie wohnen ganz schön billig, wir müssen mal die Miete so und so viel Prozent erhöhen, ist so in Ordnung, oder? Ansonsten muss ich Ihnen leider sagen, Sie wohnen auf ganz schön, oder Sie leben auf ganz schön großem Fuß bei so und so viel Quadratmeter für eine Person. Und das sind tatsächlich, ich komme damit nicht so richtig zurecht, wenn mir Leute so eine Dinge an den Kopf knallen und mir irgendwelche Sachen unterstellen, und habe halt wirklich gemerkt, wie mir das so hoch stieg. Und ich musste alles hier ausmachen, ich konnte nicht mehr weitermachen, weil ich bin ja nicht umsonst krankgeschrieben, Freunde. Ich sitze ja hier nicht den ganzen Tag zu Hause und spiele Computer und freue mich des Lebens, sondern ich bin krankgeschrieben, weil ich diverse psychische Herausforderungen mit mir rumtrage, an denen ich arbeiten muss. Und das liegt daran liegt das auch, dass ich nicht arbeiten gehen kann. Ich habe nicht keine Lust zu arbeiten, ich kann nicht arbeiten gehen. Weil sobald auch nur der kleinste Pups passiert, und eben, oder kommt ein blöder Kommentar, oder da passiert irgendwas, mit dem ich nicht so übereinstimme, dann gehen bei mir halt gleich so viele Mechanismen, so viele Muster und so viele Dinge
an, dass ich Blödsinn mache, komische Sachen. Und wenn es nur daran liegt, dass ich den ganzen Tag dann zweifle und denke, oh, und muss ich doch können. Und ja, das Interessante ist aber, dass mir die Kommentare vom Wochenende und ein Telefonat mit einem meiner besten Freunde, ich grüße dich, lieber Tim, über diese Situation hinweggeholfen haben, wo ich halt früher noch angefangen hätte zu saufen oder zu kiffen, habe ich jetzt halt meinen Kumpel Tim angerufen und habe dem erstmal davon erzählt, wie unprofessionell meine Hausverwaltung sich verhalten hat und wie beleidigt ich mich fühle. Und da hat der Tim zum Schluss was ganz Wichtiges gesagt und das hat mich so schön runtergeholt und das ist auch der Sinn davon, dass man über Dinge redet und das ist auch der Sinn davon, in Selbsthilfegruppen zu gehen. Wenn man so Sachen erstmal aus sich raus hat, dann kann man drum rumgehen und die von allen Seiten betrachten und dann können auch andere mal ihren Senf dazu geben. Und der Tipp vom Tim war, Herr Löblich, du weißt doch gar nicht, was da los ist. Du weißt doch überhaupt nicht, das, was diese Hausverwaltung da gemacht hat, passiert ja nur aus Angst, du würdest Nein sagen und die hätten jetzt irgendwie ein Beef. Da geht es ja nicht darum, dass sie dich abzocken wollen, da geht es auch nicht darum, dass sie dich beleidigen wollen, sondern die zeigen eigentlich nur Angst. Jeder, der dich in irgendeiner Form beleidigt, hat irgendwie Angst oder ist neidisch oder versucht schon mal, ich sag mal, vorher mit den Säbeln zu rasseln und mit Waffengewalt irgendwie. Und wenn er schon mal piekst, einfach nur um zu gucken, wie reagierst du. Und es gibt halt Leute, die haben tatsächlich so viel Schmerz und so viel Angst in sich, dass die einfach, naja, gleich mal mit so einer Keule kommen. Und er sagt, du weißt nicht, was da los ist. Du kennst die Situation nicht. Vielleicht braucht da aus irgendeinem Grund irgendwer ganz dringend Geld, weil was ganz Schlimmes passiert ist. Und diese Information hat mich tatsächlich so runtergeholt, dass ich mich wieder entspannen konnte, dass ich wieder in meine Mitte zurückfinden und dem richtigen Impuls folgen konnte. Und dann habe ich einfach der Hausverwaltung zurückgeschrieben, ja, hätte ich gerne bitte schriftlich und dann steht natürlich eine Mieterhöhung überhaupt nicht im Weg. Bin überhaupt nicht auf diese komische Anmaßung da eingegangen und habe zum Schluss tatsächlich über der Sache gestanden, aber die nagt natürlich trotzdem an mir, weil so ein gewisser Restzweifel bleibt bei mir halt immer bestehen. Und wie gesagt, ihr könnt weiter eure Kommentare schreiben, ist völlig in Ordnung. Und ihr könnt auch schreiben, wenn ihr was Scheiße findet. Aber seht es mir nach, wenn ich es einfach überlese, weil halte ich noch nicht aus. Irgendwann wird es aber soweit sein. Und dann ziehe ich da auch wirklich, wie aus dieser Verwaltungsinfo, nur die Info raus, die wichtig für mich ist. Achtung, Mieterhöhung. Die ist auch alles rechtens, ist wirklich alles völlig in Ordnung. Aber Leute, hört da mal auf, immer gleich um euch zu schlagen. Wirklich, das geht an alle da draußen. Ja, Dienstag war nicht so viel los. Können wir also skippen. Mittwoch hatten wir das Bergfest im 1018 PS Ruf RT12R. Erstmal sei dazu gesagt, das ist ein AMA F-Mod, Sound-Mod. Und der entspricht dieses Fahrzeug, die Fahrzeugeigenschaften, also 1018 PS und die Gewicht und so weiter und so fort, die Leistungsdaten, die entsprechen eigentlich dem Porsche 911 BT 1000. Jetzt hat er allerdings nicht noch extra ein Auto drumherum gebaut, sondern hat dem Ruf RT12R einfach diese Leistungsdaten gegeben und dazu halt einfach eine Mords-Sound-Mod gemacht. Deswegen steht irgendwie im Game 9FF BT 1000. Ich hab das einfach 1018 PFs Ruf genannt. Und das hab ich ja vorhin schon gesagt mit der Field of View. Ja, genau. Ich finde das einfach so viel geiler, wenn man so eine Kiste fährt. Wie dieses Geschwindigkeitsgefühl rüberkommt, wenn man die Field of View einfach ein bisschen größer macht. Also ich nehme da einfach die Standardeinstellung von Assetto Corsa, 56 Grad. Und das sieht einfach wirklich, diese kommt einfach viel geiler rüber. In diesen Videos jetzt wirklich nicht um den realistischsten Realismus, sondern wir wollen einfach gucken mit verschiedenen Autos, das ist ja der Bergfest Track Day, ist ja lustig, aber bei dem Bergfest Track Day ist es für mich einfach genau das Gleiche. Da geht es nicht um Realismus, sondern wir wollen einfach gucken, dass wir schöne Mods vorstellen, dass wir schöne Strecken vorstellen, wie in diesem Fall zum Beispiel
den Feldbergring. Ja, Feldbergring-Mod ist so eine schöne Strecke, dass ich überlege, ob ich damit nicht auch ein eigenes Format mache. So was wie die eine Runde, nur das eine Rennen. Und dann macht man irgendwie 15 Minuten Rennen mit verschiedenen Autoklassen auf dem Feldbergring, weil ich finde die Strecke einfach so schön. Das ist so eine schöne Mod. Da kann man ruhig überlegen, ob man die nicht mal öfter zeigt. So, dieses Licht macht mich fertig. Top-Strecke, das eine Rennen. Ja, Heik, also alles erzählt. Ach so, ich habe ein kleines Problem. Vielleicht kann mir da ja jemand von euch einen Tipp zugeben. Und zwar ist es Wurst, wie viele Autos oder welche Autos ich ausgewählt hatte. Es blieben immer so ein paar Autos in der Boxengasse stehen und sind nicht losgefahren. Die standen da irgendwie mit eingeschlagenen Rädern und Volljas und sind einfach nicht losgefahren. Und jedes Mal, wenn du an dieser Boxengasse vorbeigefahren bist oder in die Box reingefahren bist, hörtest du da, wie die halt voll im Begrenzer standen. Vielleicht hat ja da jemand einen heißen Tipp. Donnerstag war mein Check-up. Ich bin der festen Überzeugung gewesen vorher, ich habe zumindest ein Zuckerproblem, weil ich nehme doch recht viele Kohlenhydrate zu mir, eben aufgrund meiner ganzen Lebensmittelallergien. Gibt es bei mir halt sehr viel Reis und Kartoffeln oder so Maiswaffeln oder Reiswaffeln. Dann hatte ich auch noch eine Zeit lang Möhren, also Karotten. Auch das ist im Endeffekt wieder nur Kohlenhydrate und Zucker und ansonsten gibt es bei mir eigentlich nicht viel mehr als Hackfleisch, Käse, auch nur wenn ich mir kiloweise Laktasekapseln reinziehe, Paprika und Zucchini und ich wache trotzdem morgens irgendwie auf und habe irgendwie so ein Schnüpfchen und habe einen Druck auf dem Ohr und habe dies, das, verschiedene Dinge. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich irgendwas habe, Schilddrüse, irgendwas, Bluthochdruck, irgendwas. Aber Freunde, ich bin einfach tatsächlich kerngesund. So gesund, wie man es mit Mitte 30 nur sein kann. Also da gibt es irgendwie hier mal so einen kleinen Wert, der ist ein bisschen höher, aber dann ist da irgendwo ein anderer Wert wieder ein bisschen niedriger. Und ich bin tatsächlich, also so eine Positivnachricht mal zwischendurch zu kriegen, ist schon auch Balsam für die Seele, liebe Freunde. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Ich hätte schwören können, ich hatte so einen Schiss, dass da irgendwas rauskommt. Aber nein, Freunde, nein. Ich bin einfach zumindest körperlich gesund. Meine Lunge macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch nach 20 Jahren mit dem Rauchen aufgehört hat. Aber was ich da teilweise morgens noch loswerde, da, also es sieht sehr danach aus, als wären das einfach tatsächlich Teer- und Nikotinreste, die meine Lunge jetzt so über die Monate einfach los wird. Und ich gehe auch wirklich davon aus, dass das irgendwann wird. Aber wenn das jetzt so in so ein paar Wochen nicht irgendwie deutlich besser wird, dann gehe ich nochmal zum Arzt und lasse mal meine Lunge untersuchen. Weil, naja, das gefällt mir nicht, was da so rauskommt. Ja, und dann habe ich endlich mal Mitte der Woche, Mittwoch und Donnerstag, mein schon von BenQ heiß ersehntes Projektor-Beamer für den TH685i-Beamer aufgenommen. Und ich möchte eigentlich ja nicht so viel drüber nachdenken, weil ich habe anderthalb, zwei Stunden Videomaterial aufgenommen, nur um dann festzustellen, dass ich dieses Videomaterial nur sehr kompliziert und sehr langwierig auf meinen Windows-PC bekomme. Ich möchte da jetzt ja kein Telefon-Bashing anfangen, aber wirklich, dieses Telefon ist nicht so Windows-kompatibel. Ich möchte jetzt hier kein Android, iPhone, sonst irgendwas Ding anfangen. Das Telefon ist einfach nicht so Windows-kompatibel. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch das Kabel, was da dran ist. Vielleicht liegt es daran, dass es kein speziell dafür zertifiziertes Kabel ist oder irgendwas. Aber du kannst einfach nicht sagen, hier nimm mal die ganzen Daten und schieb die rüber. Da bricht der laufend ab. Dann habe ich eine extra App genommen, dann hat es auch nicht funktioniert. Und zum Schluss musste ich jede Videodatei einzeln, weil der Platz nicht erreicht hat, über mein Google Drive auf meinen Rechner ziehen. Also das war schon mal ein Riesentheater und hat mehrere Tage gedauert, weil, naja, ihr könnt euch vorstellen, eine 4K-Videoaufnahme in 60p und dann jedes Mal so eine halbe Stunde am Stück, das sind doch einfach ein paar Gigabyte und da mache ich natürlich, also, ach, Freunde. Ja, und dann, als ich die Videodaten auf meinem Rechner hatte, habe ich festgestellt, dass dass meine Schnittsoftware, die ich auf dem PC habe, mit dem Codec nicht klarkommt, weil das ist ein sehr spezieller Codec, der basiert auf dem H265
65 Codec. Heißt ein bisschen anders. Auch da möchte ich jetzt einfach nicht zu sehr wieder irgend so ein Markenbashing starten. Nächstes Mal nehme ich einfach im H264 Codec auf. Und dann ist die Sache geritzt. Dann kann auch meine Software damit umgehen. Aber tatsächlich musste ich einfach mein ganzes Videomaterial wegschmeißen und werde dieses Video nochmal neu drehen. Auf der einen Seite habe ich mich erst sehr geärgert, auch das ist wieder so ein Ding, ne? Das ist, wenn ich dann sowas mache, mich schon mal traue, also dass ich so lange brauchte für dieses Video und bis ich mich da überhaupt rangetraut habe, einfach aus Versagensängsten, ja, was falsch zu machen oder dass die dann sagen, ach, hier fällt uns nicht. Das sind ja alle völlig unnötige Ängste, die ich habe, weil natürlich würde keine Firma auf mich zukommen und ein Video von mir sehen wollen, wenn die nicht wüssten, was ich tue. So, also die müssen ja mindestens schon mal 2-3 Hardware-Reviews von mir geguckt haben, um zu sehen. Was ist jetzt los? Geht's jetzt wieder? hallo? Ja, ich glaube, geht alles. Oh, hat sie einfach mal das Telefon. Auch jetzt wieder so eine Geschichte. Was ist denn jetzt? Warum hat denn jetzt das Telefon gerade gesagt, nö? Ist jetzt der Akku leer oder was? Ich habe keine Ahnung. Werde ich ja gleich merken. Hat es einfach mal kurz das Telefon ausgestiegen. Ich hatte halt einfach sehr große persönliche Probleme die letzten Monate, weswegen ich das Video nicht machen konnte. Da rauszukommen war schon erstmal ziemlich schwierig und ich sag mal in so eine Drehlaune zu kommen. Dann kamen alle möglichen Ängste und Muster wieder und Trigger und ach, fragt nicht. Und dann habe ich dieses Video gemacht und dann hat es erstmal Tage gedauert, bis diese Videodaten auf dem Rechner übertragen waren. Und dann hat es einfach noch, und dann habe ich rausgefunden, dass ich das Videomaterial nicht verwenden kann. Also die Woche war sehr grenzwertig, was so eine Sachen anbelangt. Natürlich hatte ich dann auf der einen Seite so tolle Erfolge wie die Untersuchung. Und auf der anderen Seite hatte ich denn, ich habe immer so das Gefühl, je weiter ich mit meinen ganzen Erkenntnissen und mit meiner Therapie und mit meinem ganzen Kram fortschreite, desto krasser kommt das Leben und prüft, ob ich das auch wirklich alles verstanden habe. Und dann kommt einfach jedes Mal so ein Hammer und ich denke, Alter, ich kann doch jetzt nicht. Wie kann man denn, warum, das Unverständnis ist ja das Problem, ob der technischen Situation in diesem Fall. Warum kann denn sowas nicht einfach gehen? Dann kommen die Zweifel, hätte ich das wissen können, müssen, sollen. Und dann merke ich, wie irgendwie dieser kleine Mann in meinem Körper schreit, Löbi, dann kannst du dir doch heute ruhig mal eine Flasche Wein holen. Heute kannst du doch mal, Löbi. Oder besorgst du dir einfach irgendwo ein bisschen Gras und dann kiffst du einfach eh ein Löbi. Aber Freunde, nee. Nee, das wäre ja genau der falsche Weg. Ich habe ja festgestellt, die letzten 20 Jahre bringt Bedet nichts. Egal, wie doll du das versuchst, brauche ich nicht mehr machen. Das sind Fehler, die habe ich jetzt so oft genug gemacht. Die mache ich nicht normal. Aber es ist richtig krass, wie das an mir zerrt und wie viel Kraft mich das kostet, trocken zu bleiben, nüchtern zu bleiben. Einfach aufgrund solcher Situationen, weil dann einfach die Kacktechnik nicht mitspielt. Das zeigt auch, dass da oben natürlich noch lange nicht alles in Ordnung ist und dass das noch ein langer Weg wird, bis das mal in Ordnung ist. Weil ich werde immer wieder vor technischen Schwierigkeiten stehen und das muss man einfach aushalten können. Dann geht das halt nicht, dann macht man das halt nochmal. Und einfach nur aus Sicherheitsgründen mache ich mal hier ganz kurz Pause und gucke mal, was mein Telefonakku sagt. Und Freunde, natürlich war das Telefon alle, aber mittlerweile, man lernt ja aus seinen Fehlern, hoffentlich, irgendwann, und macht die nicht zweimal. Und deswegen, ich habe irgendwie halt gerade gemerkt, hier irgendwas stimmt nicht. Ach so, Brille hatte ich auch gerade nicht auf, siehst du? Ich war jetzt einfach einkaufen zwischendurch. Also nicht einkaufen, sondern... Ich muss auch nicht immer alles bezahlen, freudscher Versprecher. Ich war Schulden bezahlen. Ich habe meinen Leute tatsächlich über die letzten Jahre einfach so viel Scheiß angesammelt. Und ich muss, so um aus meiner Misere rauszukommen, muss ich einfach so nach und nach immer mal so in kleinen Schritten immer mal was abbezahlen. Und jetzt habe ich irgendwie ausstehende Handyrechnung bei DM bezahlt, weil, ne, kriegst ja jetzt so ein lustigen Zettel dazu und kannst ja auch einfach,
kannst ja auch einfach zu diversen Geschäften gehen und kannst dort, Rechnungen bezahlen, ausstehende. Und das habe ich jetzt gerade mal gemacht und habe mir noch ein Stück Fleisch geholt, was ich essen werde gleich. So, ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo ich gerade war. Warte mal, ich wollte mal hier noch das Licht wieder anmachen, damit ich auch wirklich nichts sehe. 1, 2, 3, 4, 5. Fein. Es ist auch nicht so viel besser, oder? Also eigentlich könnte man das wahrscheinlich auch... Ich fand es gerade ohne fast ein bisschen schöner, oder? Schreibt da mir mal in die Kommentare. Sieht etwas natürlicher aus. Ich war dabei, dass natürlich noch nicht alles in Ordnung ist und dass ich das Beamer-Video verkackt habe und dass das ein Grenzmoment für mich war, der mich sehr an meine Grenzen gebracht hat. Naja, und auch dann einfach den Leuten bei BenQ dann noch eine Nachricht schicken und sagen, sorry, das ist immer noch nicht geworden. Und dann hast du denn noch mit so einer, ne, fast wie so eine, es klingt ja auch irgendwie wie so eine Ausrede, so, ach ja, meine Kamera hat gesponnen und Codec-Problem und ist halt irgendwie alles nicht so geil. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch einfach eingestehen, es passieren nur mal Fehler und da kann man auch mit leben. So. Und ich glaube, da war ich auch gerade stehen geblieben. Friday. Ich mache ja Freitags immer den Flytag. Das ist ein Flytag. Ich mache ja freitags immer den Flyday und das eigentliche Ziel war es, beim Flyday uns die Rennstrecken am darauffolgenden Rennwochenende von oben anzugucken oder am vorhergehenden Rennwochenende. Das ist ja prinzipiell total Wurst, auf jeden Fall Rennstrecken von oben. Jetzt hatten wir letzte Woche Freitag haben wir uns Wien von oben angeguckt. Und ich möchte mich mal selber kritisieren für das Video, ja. Ich bin zu unvorbereitet. Das ist noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Also wenn ich mir dieses Video zum Schluss angucke, denke ich, es gibt so viele Dinge in Wien, die man sich hätte mal angucken können. Ja, der Fluss heißt zum Beispiel Donau. Ja, das hätte man einfach mal vorher recherchieren können. Ja, und ich habe gehört, die Sachertorte schwimmt auf der Donauwelle. So kann man sich merken. So, hör mal auf, hier laufend in diesen Bildschirm zu gucken. Da durchspult die Musik. Und wie gesagt, also es waren halt kaum Wien-Infos dabei, weil ich mich einfach vorher nicht informiert hatte. Das lag jetzt aber auch wieder daran, dass ich psychisch am Donnerstag bei der Aufnahme für Freitag so im Arsch war und auch am Freitag noch, ich habe ja dann auch Freitag das Rennwochenende aufgenommen und auch da war ich irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Das hat sich dann zwar gebessert so über das Rennwochenende beziehungsweise über die Aufnahme. Aber man merkt mir doch relativ schnell an, also ich zumindest merke das und auch dann Follower, die dann schreiben, ich bin nicht so gut vor der Kamera. Nee, man merkt halt tatsächlich, ob ich ein bisschen fluffig bin und ob alles okay ist und ob ich einfach auch locker und frei rede oder ob das alles so gezwungen ist, naja, ich muss jetzt ein Video machen, aber eigentlich halt, Auf der anderen Seite, wenn ich das hier als Fulltime- und Fullpaid-Job machen will, dann muss ich auch einfach abliefern, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und da muss man, also das macht jeder Reporter, jeder andere Mensch, der vor der Kamera steht, der muss halt tatsächlich einfach auch vernünftig abliefern, wenn es ihm mal nicht so gut geht oder wenn er keine Lust hat oder wenn das Thema doof ist oder so. Und das ist einfach eine Sache, die kann ich hier wunderbar üben. Und dementsprechend habe ich trotzdem ein Friday-Flyday-Video rausgehauen und trotzdem ein Rennwochenende gemacht. Und das Rennwochenende ist ja auch recht gut geworden. Aber wie gesagt, also Friday-Flyday, wir hätten uns den Prater hätten wir uns angucken können, das Riesenrad in Wien. Und ja, das ist halt so ein bisschen, da werde ich mich einfach in Zukunft über das Thema, welches wir behandeln, einfach, glaube ich, ein bisschen besser informieren, dass das nicht nur so, hey, guck mal hier, ich habe einen neuen Joke. Jetzt fliegen wir mal eine Runde und da gucken wir uns mal Wien an, sondern ich möchte ja auch gerne so ein bisschen wenigstens, dass meine Videos auch einen Inhalt haben, der da hängen bleibt. Also nicht nur, geil, Autorennen, geil,
schnell, fliegen, Ritterschwerter. Sondern ich möchte eine Botschaft übermitteln. Ich mache das ja hier nicht, ich habe hier diesen YouTube-Kanal nicht angefangen, um irgendwie toll berühmt zu werden oder ganz viel Geld zu verdienen, sondern ich möchte meine Erfahrungen, die ich mache, gerne weitergeben, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Weil jeder macht mal Fehler und jeder baut mal Scheiße und bei manchen ist die Scheiße auch ein bisschen größer. Also ich habe auch richtig doll Kacke gebaut. Und naja, da muss man nicht, da brauchst du nicht irgendwie später noch stinke sauer drüber sein, sondern da muss man eigentlich fleißig daran arbeiten, dass man diese Fehler nicht mehr macht. Und das ist eigentlich das Ziel. Und wenn man halt das Gefühl hat, dass Leute so, oder nicht das Gefühl hat, sondern wenn Leute halt so überhaupt nicht, erstens ja nicht schnallen, dass sie vielleicht was falsch gemacht haben, dann liegt das vielleicht auch nicht an den Leuten, sondern vielleicht vor allem daran, dass sich ja keiner traut oder warum auch immer, den Leuten auch mal zu sagen, was ihnen nicht gefällt. Deswegen ist es schon wieder, möchte ich nochmal darauf eingehen, auf die Negativkommentare. Sagt mir ruhig weiter, was euch nicht gefällt. Ihr sollt mich nicht beleidigen. Darum geht's. Ihr sollt nicht sagen, ich bin zu dumm oder ich sollte das lassen oder sagt mir bitte nicht, ich bin hässlich. Das macht man nicht. Man macht das einfach nicht. Du gehst nicht zu jemandem hin und sagst, Löbi, deine Frisur gefällt mir aber nicht. Die ist aber ungepflegt manchmal. Man macht sowas einfach nicht. Zumindest nicht, wenn man gefragt wird. Ihr könnt das machen, das ist auch völlig in Ordnung, weil dann werde ich natürlich darauf achten, dass meine Frisur am besten immer noch ungepflegt. Da ist einfach, um euch zu ärgern. Nee, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Aber normalerweise sagt man nicht ungefragt einfach so seine Meinung. Satzende. Wenn sie negativ ist. Positive Sachen kannst du immer sagen. Zu jedem. Du kannst Leuten, Männern, Frauen kannst du sagen, dass sie gut riechen, gut aussehen. Aber sag doch nicht einfach jemandem, der vor dir steht, oh, die Brille kleidet dich aber ja nicht. Wirklich, das ist zwar jedem seine Sache, wie er aussieht und was, ne, so. Aber ich kann damit leben, dass ihr das macht. Ich werde das nur halt einfach nicht mehr großartig kommentieren. So, hatten wir ja vorhin. So, was haben wir hier noch? Sehr Empfindlichkeit niedriger. Ach so, genau. Also der Jog, Honeycomb Alpha Flight Controls, der hat kein Force Feedback. Der hat eine automatische Zentrierung, sowohl im Querruder als auch im Höhenruder. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil erstens ist die relativ stark, also man muss doch recht doll ziehen, um zu steigen und man muss recht kräftig drücken, um zu sinken. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil bei so einem richtigen Flugzeug, also vor allem im Stand, ist es so, dass du eigentlich, zumindest wenn ich mich recht erinnere, entweder den Steuerknüppel oder auch das Horn recht frei bewegen kannst. Weil ich nehme jetzt an, wir drehen das Steuerhorn nach links, dann bewegen sich ja da die Querruderklappen und die bleiben denn noch einfach so. Die gehen ja nicht automatisch wieder zurück in die Mitte. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das kann jetzt auch wirklich falsch sein. Ich gehe aber davon aus natürlich, dass wenn man jetzt zum Beispiel Force Feedback hat oder bei so einem echten Flugzeug im Wind ist, also wenn man fliegt, dass sich dann natürlich einfach durch den Druck des Windes diese Klappe wieder in eine Ausgangsposition bewegt, also sei das eine Querruder, ja, ist wahrscheinlich auch eine Klappe oder auch die Höhenruderklappe da hinten, da wirst du schon auch eine automatische Zentrierung haben, aber zum Beispiel habe ich Bekannte, die fliegen auch schon mal Hubschrauber. Und auch so ein Hubschrauber, da hast du, dieser Stick, der ist relativ lose da vor dir. Da passiert nicht allzu viel drin. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, da musste ich mich also erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und die Empfindlichkeit ist mir auch gefühlt einfach ein bisschen zu doll, weil die kleinste Lenkbewegung sorgt schon für eine ziemlich krasse Neigung im Flugzeug oder für ein ziemlich krasses Kippen. Und kann man aber umgehen, indem man einfach die Empfindlichkeit ein bisschen niedriger einstellt, beziehungsweise kannst du da so eine Welle drin machen und kannst sagen, okay, am Anfang, wenn du den am Anfang drehst, reagiert er erstmal ein bisschen weniger und zum Ende hin wird es dann ein bisschen doller. Ich glaube, das mache ich auch. Und was ich noch einstellen werde, ich werde den Joystick, glaube ich, für die Außenansichtsgeschichten und so was oder generell für die Ansicht nehmen. Weil momentan muss ich immer mein Mauspad nehmen. Eine Maus habe ich nicht. Zumindest wenn ich am Simulator sitze, möchte ich auch nicht irgendwie hier 35 USB-Mäuse hier rumliegen zu haben, ist dann irgendwie auch Quatsch.
Und jetzt habe ich überlegt, nee, man kann doch wunderbar die Sichtachse auch auf den Joystick legen. Ich habe ja noch diesen tollen ST330 Rumble Force, der übrigens Force Feedback haben müsste. Freunde, der müsste Force Feedback haben. Der hat bei mir kein Force Feedback. Noch nie gehabt. Ich finde aber auch keine Treiber, die Force Feedback unterstützen würden. Wenn ihr da einen Tipp habt, das ist ein Zytec ST330 Rumble Force. Ich glaube, so heißt der. Das mache ich jetzt aus dem Kopf. Kann sein, wenn ich falsch liege, bitte korrigiert mich. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das eine ganz geile Idee, wenn ich mir den rechts auf so eine Halterung mache und dann kann ich damit einfach so ein bisschen die Kamera steuern und habe dann hier auch so meinen Schubregler und so. Das finde ich schon eigentlich ziemlich praktisch. Ja, und was ist am Freitag noch passiert? Freitag wollte ich, und auch das war wieder so ein Ding, wo bei mir, da kriege ich Kopfschmerzen, also Stressnackenschmerzen. Da fängt mein Tinnitus wieder an, weil ich möchte am liebsten. Also erstmal ist es für mich immer noch, auch wenn es hier im Video nicht so rüberkommt, recht schwierig, eine Aufnahme zu machen. Also da muss ich schon eigentlich richtig doll eine Laune für haben. Und ansonsten bin ich eher so, ich habe halt einfach immer noch so viel Angst, dass irgendwas schief geht oder irgendwem das nicht gefallen könnte oder. Wie gesagt, ich mache, das ist hier Selbsttherapie alle. Dieser ganze Kanal ist, Herr Löblich therapiert sich selbst. Ich setze mich Dingen aus, um zu lernen, damit umzugehen. Weil natürlich kann man auch mal was falsch machen. Natürlich macht man auch Fehler. Manche von euch verstehen das halt nicht, weil sie nur diese glattgeleckten, perfekten Videos kennen von irgendwelchen YouTubern, die auf Brands Hatch eine 1,25 oder 24 oder 23 fahren. Aber denken vielleicht auch ja nicht daran, dass diese YouTuber erstens oder dass diese Fahrer vielleicht nur diese eine Runde oder dass sie das alle 20 Mal probieren, bis es überhaupt klappt oder dass sie vielleicht keine drei Wörter gerade aussprechen können oder so. Und ich finde, das hier soll vor allem eins sein, eine realistische Abbildung der Realität. Realistische Abbildung der Realität klingt blöd, aber das soll hier alles nicht geschönt sein. Ich will hier nicht so tun, als würde ich irgendwas ganz toll können und als würde ich irgendwie was Besonderes sein oder so, sondern nee, ich bin einfach der Löbi und ich habe einen Computer und ich fahre ja ein Autorennen und da kann ich ganz viele Sachen nicht und dann lese ich eure Tipps 20 Mal und dann kann ich die Sachen irgendwann und dann werde ich besser. Aber mein Anspruch ist es jetzt hier nicht von Anfang an, und das ist ja nur schon weit vom Anfang entfernt hier, perfekte Videos rauszuhauen. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Hier geht es nicht um Perfektionismus, hier jetzt vor allem darum, dass es authentisch ist und echt und dass, wenn ich eine Scheißlaune habe, man vielleicht auch mal merkt, dass ich eine Scheißlaune habe, irgendwie, wenn es mir nicht so gut geht, kann man ruhig merken, dass es mir nicht so gut geht, ja, und wenn ich manchmal über die Stränge schlage und ein bisschen zu dolle mache, dann kann man das ruhig auch mal merken. Und für mich ist es dann halt wichtig zu lernen, dass man das aushält. Und wir, also dieses R-Faktor 2 Totalversagen auszuhalten, das war natürlich, ich habe den Anspruch, ich hatte lange konnte ich das nicht an festen Tagen feste Videos machen. Also zu sagen, okay, es kommt jetzt jeden Montag die eine Runde, es kommt jetzt jeden Montag um 10 die eine Runde, jeden Montagabend kommt Medieval Dynasty, jeden Mittwoch das Bergfest, jeden Freitag der Flyday. Samstag, Sonntag, Rennwochenende, das wäre vor einigen Monaten für mich noch komplett undenkbar gewesen, weil mich dieser Druck, den ich mir da selbst auferlege, der mich fertig gemacht hätte. Und das ist jetzt schon seit wirklich 4 Wochen, so ungefähr, 4 Wochen müsste es jetzt, na, so 3 Wochen ist es jetzt ziemlich genau her. Ich glaube, am 7.10. ging es los mit dem ersten Rennwochenende, dass ich das jetzt schon einen Monat durchhalte und immer noch guter Dinge bin und das auch einfach weitermache, weil ich auch den Wert darin für mich erkenne, das hat schon viel zu sagen. Aber Leute, ich möchte eigentlich vor allem darauf eingehen, was ist denn mit R-Faktor 2 los? Jetzt mal ehrlich, was ist denn mit R-Faktor 2 los? R-Faktor 2 war mal für mich eine der mit ganz großem Abstand besten Rennsimulationen auf diesem Planeten. Also mit R-Faktor 2 habe ich angefangen. Da bin ich ein Brabham, ich weiß nicht mal, wie er heißt, mit übelst schlechter Kamera und alles ganz schlecht und hab noch schön gekifft nebenbei beim Video machen und was weiß ich nicht alles. Und so meine Anfänge waren in R-Faktor 2, weil es einfach die Fahrphysik hatte und die KI und scheiß auf so eine alte Oberfläche. Und was ist denn mit R-Faktor, ich kann es nur nochmal sagen, was ist denn mit R-Faktor 2 passiert? Ich hab's auch in den Kommentaren gelesen, dass Leute sagen, es ist unnormal,
was für ein empfindliches Stück Software das geworden ist. Ja, kleinste Tastenfehldrücke sorgen für einen Absturz, stürzt beim Laden ab. Überhaupt die Ladezeiten sind 2021 eine Unverschämtheit. Also, und ich verstehe, wie zum Beispiel beim Microsoft Flight Simulator, dass es am Anfang lange lädt, weil da jetzt, da ist wirklich viel Content drin, gerade beim Flugsimulator, ja. Der lädt am Anfang recht lange, und die Ladezeit vom, ich sag mal, von der Weltkarte bis ins Spiel, die sind moderat. Aber wenn du nochmal rausgehst und wieder ringehst, sind die schon schneller, ja, weil er einfach dann so bestimmte Sachen im Cache hat. Ey, bei R-Factor 2 dauert das jedes Mal ewig. Dann startest du das Spiel zum ersten Mal, hast eigentlich die Videoaufnahme schon gestartet, dann kommst du erstmal in so ein Menü, nee, jetzt musst du erstmal hier dein Lenkrad kalibrieren. Okay, hätte ich natürlich sowieso machen müssen, hätte ich mir also auch vorher überlegen können, aber dass diese Lenkradkalibrierung denn auch so ein, das fühlt sich alles so ein bisschen an, ich finde kein richtiges Beispiel, das fühlt sich alles so ein bisschen an wie eine Alpha. Also, du hast irgendwie, keine Ahnung, ich habe ja nur wirklich diverse Game-Controller angeschlossen. Ich habe einen Joystick, ich habe einen Xbox One-Controller da dran, den Yoke und T500 RS einschließlich Pedale. So, und jetzt startest du das Spiel und dann geht er in die Kalibrierung. Und wenn auch nur ein Controller, aus welchen Gründen auch immer, auch nur den kleinsten, mini, kleinen, süßen, kleinen, mini, Ausschlag zeigt, dann reagiert es sofort. Und dann klickt er diese Kalibrierung durch, weil er jedes Mal davon ausgeht, das ist jetzt schon eine Eingabe für Linkslenken, oh, jetzt ist schon die Eingabe für Rechtslenken. Und du denkst so, Alter, Freunde, könnt ihr nicht mal warten, bis ich tatsächlich auch eine Eingabe mache und nicht irgendwie so ein Pedal anhauche? Das hat mich schon mal super genervt. Dann hat der, ungelogen, bestimmt eine Stunde lang Content runtergeladen. Und das sind aber Sachen, die möchte ich jetzt nicht an R-Factor 2 als solches kritisieren. Da hätte ich mich auch einfach, das hätte ich mal vorher einfach mal machen können. Einfach mal starten und vielleicht mal so ins Rennen gehen, dass man mal so ein bisschen auf die Idee kommt, okay, alt klar, Löbi, hier musst du vielleicht einfach eine halbe Stunde vorher anfangen. So, habe dann an diesem Abend das auch einfach abgebrochen, weil es mich dann irgendwann genervt hat, nachdem ich dann nach anderthalb Stunden oder zwei im Spiel war und das auch lief und ich konnte fahren. Dann habe ich irgendwie festgestellt, oh, hier ist der Lenkwinkel vom Lenkrad noch nicht richtig. Tappe ich mal raus aus dem Spiel. Ja, dann konnte ich nicht mehr ins Spiel reintappen. Dann ist es schon das erste Mal abgestürzt. Das heißt, nochmal 10 Minuten den Nürburgring laden mit 22 Fahrzeugen. Also nee. Also einfach nee. Dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen das einfach anders. Ich starte das einfach alles am nächsten Morgen schon mal vorher. Und wenn ich dann auf der Strecke bin, dann starte ich die Aufnahme und dann nehmen wir R-Factor 2 auf. Na, und setze mich hin und mache alles und fummel mir alles zurecht. Und bin im Game und bin auf der Strecke und stelle fest, ach Löbi, du bist ja blöd, du hast ja nicht den Monitor, also den Simulator-Monitor auf die Elgato dupliziert. Und habe rausgetappt und habe den auf die Elgato dupliziert. Dann ist allerdings In-Game, also das Spielfenster, weder auf meinem Simulator-Monitor gewesen, noch auf der Elgato, sondern das war hier auf meinem, ja, ich sag mal, auf meinem normalen Monitor. Ich habe ja diverse Monitore hier tatsächlich mittlerweile stehen. Das ist völlig, völlig krank. Da habe ich das nicht mehr zurückgekriegt, bin dann mit Alt-F4 raus, beziehungsweise habe es versucht, ging auch nicht. Dann habe ich es über einen Task-Manager beendet und seitdem startet das Spiel nicht mehr. Und ich habe auch keinen Bock mehr, weil mich sowas nervt. Sowas finde ich, das macht einfach keinen Spaß. Also nicht 2021, wo Leute irgendwelche Menüs machen für blinde 14-Jährige, die 8 Meter von ihrem Bildschirm wegsitzen und einfach so ein Menü brauchen mit so einen Symbolen. Wirklich, Freunde. Ich möchte ja nicht weiter ranten, aber ja, R-Factor 2 hat im Vergleich zu allen anderen Simulationen so krass nachgelassen. Also da fragst du dich, was haben die denn gemacht die letzten Jahre? Ein tolles neues Menü, also eine tolle neue Oberfläche. Na klasse. Aber dafür haben sie irgendwie den Rest verschlimmbessert. Das ist irgendwie, kann man so machen, ist dann halt scheiße. So. Jetzt kommen wir zum Rennwochenende. Was haben wir denn jetzt hier? Wir sind schon bei einer Stunde, ist mir egal.
Rennwochenende, Popenwochenende. Das Training war okay. Wir haben viel über Drücke gelernt. Ich möchte hier an dieser Stelle einfach mal vorlesen. Und zwar sollte der trockene Druck vorne, also trockene Strecke Vorderreifen zwischen 26,8 und 27,8 PSI liegen. Trocken hinten 27,2 bis 28,2 PSI. Nass vorne 29,2 bis 30,2, nass hinten 29,5 bis 30,5. So, erster Punkt, das unterscheidet sich immer so ein bisschen von Temperaturen, wie doll regnet's, wie warm ist die Strecke und so weiter. Fährst du nachts, fährst du nicht nachts und so weiter und so fort. Also das variiert alles so ein bisschen, aber das ist schon mal eine sehr gute Faustregel. Dann ist mir auch beim nochmal gucken und auch euch aufgefallen, ich muss einfach ein bisschen genauer auch mal gucken, was da so steht in den Menüs. Man merkt allerdings dann im Verlauf des Rennwochenendes, also dass schon beim Rennen 1 und dann vor allem beim Rennen 2 mir viel mehr Sachen dann auch von selber aufgefallen sind, weil ich dann wirklich auch einfach mal ein bisschen genauer geguckt habe. Ja? Wie zum Beispiel, dass du, wenn du den Boxenstopp planst, du ja Bremsen und, also erstens kannst du ja überhaupt vorher im Setup auswählen, welche Bremsen und welche Reifen du nimmst. Dann wird dir natürlich in den Infomenüs links und rechts angezeigt, ob es ein neuer Reifen ist, wenn nicht, wie abgenutzt der schon ist, ob der schon eine Blasenbildung hat. Lieber RS Products, schöne Grüße. Ich wollte extra nochmal für dich Blasenbildung sagen. Das kann man halt nachgucken. Und dann ist mir zum Beispiel aufgefallen im Rennen 2, dass aus irgendeinem Grund ich schon den fünften Reifensatz habe, was vermutlich daran liegen könnte, dass vorher dieser komische Regentest war. Ich weiß es nicht so richtig. Und dann ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ich bei dem Boxenstopp den Reifensatz nehmen sollte, der am wenigsten abgenutzt ist. Und das macht für mich auch alles Sinn, hast die Reifensätze 1 bis 5, kannst dir die Drücke noch einstellen und so weiter und so fort. Übrigens auch hier nochmal ein Hinweis, gerade bei Brands Hatch, da gibt es so viele Rechtskurven, dass man vorne links einfach ein bisschen weniger und hinten links einfach ein bisschen weniger Druck braucht. Also da nicht gleichmäßig die Drücke verteilen, sondern tatsächlich auf der linken Seite ein bisschen weniger, weil die Reifen einfach ein bisschen wärmer werden. Und eine Faustregel ist auch, habe ich gelesen in den Kommentaren, 0,5 PSI pro 5 Grad, also 5 Grad mehr, 0,5 PSI weniger, weil der Druck im Reifen durch die höhere Temperatur schneller steigt. So, und dann fährt man halt das freie Training, da stellt man sich das am Anfang erstmal so grob ein, fährt dann ein paar Runden, stellt sich das dann so ein bisschen feiner ein und dann kann man im Quali 1 und Quali 2 kann man dann im Setup nachgucken, wie warm sind denn die Reifen geworden und dann kann man sich das alles ein bisschen genauer einstellen. Man muss natürlich auch mit einberechnen, dass man schneller wird mit der Zeit und auch da doller bremst und schnellere Kurvengeschwindigkeiten haben. Das heißt eigentlich, je besser man wird, desto geringer muss der Druck sein. Und dann habe ich den Hinweis bekommen, dass ich mit 62 Liter Sprit fahre im Qualifying. Ist natürlich Quatsch, habt da recht. Aber mir geht es ja hier nicht um die beste Rundenzeit, sondern mir geht es vor allem darum, überhaupt erstmal ein Rennen zu gewinnen und ein Rennen auch wirklich locker zu gewinnen, ohne dass man zwischendurch 10-mal Quatsch gemacht hat und das alles nur so auf dem letzten Loch irgendwie hinkriegt. Sondern mein Anspruch ist es schon, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, dass ich wirklich einfach auf jeder Strecke das so aus dem Ärmel schüttel bei der Schwierigkeitsstufe, bei der ich jetzt gerade bin. Und wenn dann der Tipp kommt, Löbi, starte mal die Karriere neu mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, dann ist das völlig konträr zu dem, was ich am Ende des Rennen 1 sage, nämlich Sicherheit ist Rundenzeit. Und lieber erstmal haben und 100 Meter weg sein. Also ich möchte vor allem mit diesen Rückblicken auch immer noch mal so ein bisschen euch dafür sensibilisieren, dass ihr Fehler machen könnt und dass es auch völlig in Ordnung ist. Aber dass, wenn ihr mitkriegt, wie irgendwas funktioniert, ihr nicht sofort darüber nachdenken solltet, den nächsten Schritt zu machen, sondern guckt doch erstmal, dass ihr das safe wirklich so lange hinkriegt, bis es wirklich klar ist, okay, jetzt können wir jetzt wirklich den nächsten Schritt machen. Wenn ich ein Rennen gewinne von, das war jetzt das vierte,
und keinen Quatsch mache und so, dann ist es einfach, dann hat es einmal geklappt. Wenn ich jetzt in den nächsten Videos feststelle und auf den nächsten Strecken, die ich natürlich, da kenne ich ja einige überhaupt nicht. Wenn ich dann feststelle, okay, das ist jetzt hier einfach, wenn ich knallhart die gelernten Regeln befolge, dann klappt es auch. Dann kann ich irgendwann mal den Schwierigkeitsgrad anziehen. Dann kann ich irgendwann mal so eine Späße machen wie mit dem Sprit spielen. Dann kann ich irgendwann mal anfangen, Rundenzeiten zu jagen. Aber dafür ist es doch für mich viel zu früh. Also das ist doch so, als würdet ihr irgendwie ein neues Geschäft aufmachen und dann ist irgendwie der dritte Tag, da läuft es richtig gut und der Laden ist voll und am vierten Tag erhöht ihr die Preise. Wisst ihr, was passiert? Da kommt einfach keiner mehr. Macht es doch alles erstmal so ein Jahr. Oder zwei. Oder drei. Und seid doch mal safe. Geht doch nicht nach 5 Monaten geilem Job zu eurem Chef und sagt, so, jetzt möchte ich aber eine Gehaltserhöhung. Sondern man muss sich doch auch erstmal ein bisschen beweisen, sich selber vor allem, dass man was kann, bevor man den nächsten Schritt macht. Ja, also wenn du mit irgendwas anfängst und du bist der Neue und oder der Lehrling oder wie auch immer man das nennen möchte, der Pimpf, wie man jetzt so auf dem Bau sagen würde oder wo auch immer beim Handwerk, da kommst du doch nicht hin und fängst an, irgendwie, nachdem du das erste Mal einen Hammer in ein Brett gekloppt hast, zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber auf den Kran. Sondern, nee, zeig da erstmal wirklich, was du kannst, halt da erstmal die Klappe, hör da erstmal drauf, was die anderen so sagen und dann kannst du, dann irgendwann, dann kommen die von ganz alleine. Und nicht die anderen, sondern in meinem Fall werde ich dann merken, okay, jetzt ist die Karriere vorbei, natürlich nehme ich auf der nächsten den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad, weil ich einfach sicher bin. Also, um es übrigens mit den Worten von lieben Follower RS Products, zu sagen, wenn du zu viel Gas gibst, und zwar vor allem die ganze Zeit, dann landest du im Kies und dann überholen dich die anderen. Und wenn du Pech hast, wirst du so ja Letzter. Und wenn du noch viel mehr Pech hast, verletzt du dich so ja. Und wenn du noch viel, viel mehr Pech hast, verletzt du so ja andere. Einfach nur, weil du zu viel Gas gegeben hast, weil du das einfach nicht abwarten konntest. Und deswegen sage ich es erstmal haben und 100 Meter weg sein. Oder ein anderer schöner Satz von ihm war, den ich auch sehr schön fand, achte mal nicht die ganze Zeit immer darauf, was die anderen so machen, sondern achte mal auf den Weg und guck mal dahin, wo du hin willst und nicht immer nur auf die Hindernisse. Ich finde wirklich, diese Rennfahrerweisheiten oder diese, die kann man ins richtige Leben adaptieren, weil da ist es im Endeffekt genauso, dass man nicht immer gleich volle Lotte, nicht, ihr setzt euch im Auto auf einer Rennstrecke auch nicht das erste Mal rin und gleich Vollgas, sondern ihr guckt doch erstmal, was macht denn das Auto, wie fühlt es sich denn an und wie ist es denn? Und wenn ihr dann so 1000 Runden richtig schön gefahren seid, dann könnt ihr auch mal ein Rennen fahren. Ja, und die ersten Rennen, da werdet ihr halt so nervös sein. Oder als ihr damals die Fahrerlaubnis gemacht habt. Wie nervös waren denn alle? Du musstest gucken auf die Ampeln, auf die Radfahrer. Dann musstest du schalten. Wir können jetzt alle Auto fahren. Aber das ging alles nicht am ersten Tag bei keinem von uns. Und wenn, dann ist er schon vorher gefahren. Freunde, das gibt keinen, der einfach Auto fahren kann. Oder wenn, dann kann er zwar das Auto technisch bedienen. Das heißt aber noch lange nicht, dass er Auto fahren kann. Und so ist jemand, der irgendwie in einem YouTube-Video eine geile Rundenzeit fährt oder mal ein geiles Rennen, ist noch lange kein geiler Rennfahrer. Jardir ist ein geiler Rennfahrer. Oder der liebe Duki. Liebe Grüße, Duki, falls du das Video hier jemals gucken solltest. Der ist für mich auch ein geiler Rennfahrer. Der kann quatschen, der fährt konstante Rundenzeiten, ist irgendwie vorne mit dabei, macht zwar auch mal einen Fehler, aber schon eher selten. Du siehst bei dem, der hat halt einfach Routine. So. Und wirklich, diese ganzen Sachen, die ich hier beim Simracing lerne, die kann ich wirklich mit ins Leben nehmen und sagen, okay, nehmen wir jetzt mal das finanzielle Thema, was bei mir immer eine große Schwierigkeit war. Nur weil man jetzt gerade irgendwie mal 200 Euro auf dem Konto hat, die da vorher nicht waren. Und ich rede jetzt noch lange nicht vom Plus. Ich rede von nicht 1000 Euro Minus, sondern von nur 800. Dann muss ich die nicht gleich wieder irgendwo investieren oder irgendwas machen, sondern dann können die da auch erstmal sein. Und dann kann ich da auch erstmal bis nächsten Monat warten. Und dann habe ich nächsten Monat vielleicht nur noch 600 minus und dann vielleicht übernächsten Monat nur noch 400 minus. Dann habe ich den darauf nur noch 200 minus und den Monat darauf, dann ist mein Konto erstmal leer, wenn ihr versteht, was ich meine. Also
nicht gleich, man muss das nicht gleich immer alles, ja, wie soll man sagen, man muss nicht immer gleich den nächsten Schritt machen oder gucken jetzt irgendwie, vor allem wenn man eigentlich noch gar nichts hat, sondern wenn das alles ja eigentlich noch Dispo oder Kredit ist, nicht gleich wieder alles investieren. Und das, wie gesagt, das bezieht sich jetzt auf der einen Seite nicht nur aufs Rennfahren, auf der anderen Seite nicht nur aufs Geld, sondern, meine Lieben, das bezieht sich wirklich aufs ganze Leben. Und das hat man dann im Rennen 2 auch gesehen, weil das Ergebnis aus diesen ganzen Erkenntnissen, die ich dann so hatte, die letzte Woche und am Rennwochenende im Training und aus den Kommentaren, die ihr mir so geschrieben habt und so, ist halt, dass ich einfach vorher vorm Rennen 2 mal geguckt habe, was mache ich denn hier überhaupt? Dass ich die Drücke vernünftig angepasst habe, dadurch das Auto ein anderes Fahrverhalten hatte, ich die Traktionskontrolle von 3 wieder auf 4 gestellt habe, weil ich einfach festgestellt habe, so komme ich erstmal klar. So fahre ich nicht die besten Rundenzeiten, aber so komme ich klar. Und so sterbe ich einfach nicht vorher, so fliegt das Auto nicht ab, so steigt mein Rating, sodass ich irgendwann auch mal auf wirklich vernünftige Server kann, die dann auch meinem Leistungsniveau entsprechen. Aber auf gar keinen Fall werde ich jetzt schon irgendwie den nächsten Schritt machen. Mein nächster Schritt wird sein, dass ich diese Karriere genau auf diesen Einstellungen zu Ende fahre und quasi das jetzt als Übungsplattform nehme, um ein besserer Simracer zu werden oder um überhaupt erstmal in den Bereich zu kommen, wo ich mich Simracer nennen kann. Momentan bin ich einfach nur jemand, der sehr gerne Simulationen zockt. Das hat noch nichts mit Racing zu tun, noch nichts mit Rennen fahren, meine lieben Freunde. Ja, das war doch eigentlich tatsächlich schon hier nach einer Stunde und 6 Minuten. Wie geht's denn die Woche weiter? Es kommt, ich hoffe, dass jetzt dieses Video hier vor der einen Runde noch online schafft. Wenn nicht, kommt die eine Runde vielleicht auch erst morgen früh. Mal gucken, also beide Videos gleichzeitig zu veröffentlichen, finde ich dann irgendwie auch Quatsch. Oder dann kommt die eine Runde erst 20.15 Uhr, das geht ja auch. Auf jeden Fall werdet ihr heute Abend sehen, die eine Runde im Ruf. Ich habe schon wieder vergessen. Ruf, 1018 PS Ruf, RT12R, ich glaube so heißt es ja, oder? Ruf, RT12R, RGT, ich habe es vergessen. Also auf jeden Fall gibt es heute Abend die eine Runde im Ruf. Und ihr könnt ja jetzt schon mal Tipps abgeben, ob es eine gezeitete Runde wird oder nicht. Morgen gibt es dann den Dynasty-Dienstag. Der Dynasty-Dienstag wird möglicherweise, entweder gibt es 2 verschiedene Videos oder es gibt mal nicht Medieval Dynasty, weil momentan spiele ich gerade die Demo von, jetzt muss ich hier doch nachgucken, wie das heißt. Ich habe das tatsächlich vergessen. Und zwar hat Toplitz Production, ist kein Dynasty-Game, sondern ist, glaube ich, ein Spiel von einer ganz kleinen Entwicklerbude, Tunnel Vision heißen die. Und da ist man, ja, in so einer, ich möchte noch nicht zu viel verraten, man ist in einer Wüste und ist eigentlich auch, es ist nicht so richtig ein Looter-Shooter, ist auf jeden Fall so ein, naja, so ein bisschen Survival, so ein bisschen Exploration, also so ein bisschen sich angucken, warte mal, und das heißt Sand, ich hab's schon wieder vergessen, Star Sand. Wie gesagt, ich mag die Dynasty-Games generell ganz gerne, also ich werde auch Lumberjacks Dynasty und Farmers Dynasty auf jeden Fall anzocken. Und ja, die Star Sand Demo, ich habe schon mal reingeschnuppert, gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, ist so ein kleines, ich glaube, ist schon eher so ein Indie-Projekt, was dann einfach einen etwas größeren Publisher gefunden hat mit Toplitz Productions. Und das, was ich so gesehen habe, gefällt mir schon mal sehr gut. Die Demo geht 45 Minuten und die 45 Minuten, die werden wir uns morgen auf jeden Fall mal geben. Was ich diese Woche im Bergfest mache, weiß ich noch nicht. Bergfest muss nicht unbedingt immer eine Mod sein. Ihr könnt gerne Wünsche abgeben. Ihr könnt auch immer unter den Bergfest-Videos Wünsche abgeben. Generell könnt ihr unter jedem Video oder auf Facebook oder wie auch immer, ihr könnt ruhig mal Wünsche abgeben, was für eine Fahrzeugstreckenkombination ich mal machen sollte. Ihr müsst euch nur so ein bisschen im Klaren sein, bei die eine Runde geht es darum, die Nordschleife Bridge to Gantry zu fahren in einem Straßenfahrzeug möglichst ein einziges Mal, also nicht möglichst, sondern nur ein einziges Mal. Und das macht natürlich Sinn, wenn ich das zum Beispiel bei so einem Bergfest Track Day vorher übe. Und auch der Bergfest Track Day, auch darüber solltet ihr euch im Klaren sein. Simulation ist mir alles völlig wurscht. Oh Gott, Verzeihung.
Simulation, was wir da machen, ist mir völlig Wurst. Aber es soll halt kein Rennen sein, sondern es sollte schon irgendwas sein, was so ein bisschen, ich bin nicht so, der Rennen machen wir am Rennwochenende. Wirklich. Ich, so Bergfest Track Day und so, da würde ich schon cool finden, das sollen so ein bisschen Videos sein, wo ich euch einfach mal die Schönheit der Computersimulationen zeige. Wo es überhaupt nicht um irgendeine Rundenzeit geht, außer vielleicht bei die eine Runde, sondern wo wir uns einfach, wo es auch nicht um Field of View geht oder ob das alles irgendwie besonders realistisch ist, sondern da wollen wir uns einfach mal so ein paar schöne Sachen angucken. Schöne Strecken, schöne Autos, schöne Sounds anhören und so weiter. Aber wie gesagt, ihr seid jederzeit wirklich herzlich eingeladen, mir da Tipps zu geben. Donnerstag, weiß ich noch nicht so richtig. Donnerstags werde ich wahrscheinlich in Zukunft Hardware-Videos veröffentlichen. Also wird an einem Donnerstag das Video kommen zum Beamer. Dann wird an einem anderen Donnerstag das Video kommen zu dem Schaltblitz übrigens, Shift-Light von vom lieben Lukas aus Tschechien? Ich weiß immer nicht, Tschechei oder Tschechien. Eins von beiden ist nicht mehr so cool. Ich glaube, Tschechien, sagt man. Aus der Tschechischen Republik. Oh Gott, da weiß ich gar nicht, ob das nicht total falsch ist. Ah, herrlich. Genau, also auf jeden Fall werden Donnerstag so ein paar Hardware-Videos kommen. Ich habe von den Jungs von Dreh die Rap, kann ich euch mal zeigen, habe ich die ganz neue ich vergesse immer, wie der Shifter heißt. TH8A, T500 RS, TH8A und T3PA Pro. T3PA Pro sind die Pedale, T500 RS ist das Lenkrad. Genau, habe ich hier die ganz neue Shifter-Mod zugeschickt bekommen. Die ist anders als die davor. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Die werden wir also auch checken. Dann habe ich von den Jungs noch Shifter-Pedals für dieses Lenkrad dort. Das hat nämlich nur eine Wippe und das würde ich ganz geil finden, wenn wir da mal diese Shifter-Pedals ausprobieren. Also das wird so donnerstags passieren. Ja, und dann überlege ich, also Friday, Flyday wird natürlich auf jeden Fall bleiben. Und Rennwochenende ist dieses Wochenende natürlich dann wieder das schöne AMS 2. Aber ich habe so viel Bock auch auf Flugsimulationen, dass ich natürlich meinen Zweitkanal, auf dem es jetzt schon ein Video gibt, eins, Herr Löblich, ausgeflogen. Da werde ich so eine Sachen denn mal noch gegenchecken. IL-2 Sturm Mavic und DCS World, Digital Combat Simulator. Auch soll wohl eine mit der realistischsten Flugsimulationen sein, die momentan auf dem Markt sind. Und wir werden auch mal die Wildnisflüge weitermachen. Und generell überlege ich nicht, ob ich nicht die Themen, die ich so habe, kanalmäßig thematisch einfach ein bisschen trenne. Nicht des Algorithmus wegen, sondern weil ich so viele Ideen habe. Ich möchte nicht hier auf meinem Hauptkanal jeden Tag 3 Videos rausbringen, einfach weil ich so viele Sachen habe. Sondern ich habe halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, mehr Platz zum Videos verteilen, wenn ich einen Racing-Kanal hätte, einen Flying-Kanal und zum Beispiel einen Walking-Kanal. Ja, auf dem Walking-Kanal gibt es dann halt irgendwie The Hunter und Medieval Dynasty und Resident Evil 7. Vielen Dank übrigens nochmal an dieser Stelle. Auf dem Racing-Kanal gibt es dann zusätzlich zu den ganz tollen Autorennen-Sim-Racing-Perlen natürlich auch noch was von BeamNG. Und da würde ich gerne auch mal sowas machen wie TT Isle of Man, habe ich nämlich auch bekommen von einem von euch. Und da möchte ich ja gerne noch Forza 5, was ich ja auch von einem von euch bekommen habe, möchte ich ja dann auch noch fahren. Und ich weiß ja nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Deswegen macht das für mich eigentlich fast mehr Sinn, einen Racing-Kanal, einen Flying-Kanal und einen Walking-Kanal zu haben und auf dem Hauptkanal dann irgendwie, na keine Ahnung, hier so eine Talks zu veröffentlichen, Löbi-Talks und Hardware-Reviews und eher eben so ein bisschen was über Herr Löblich zu erzählen und eben nicht so viel über das, was Herr Löblich macht. Hier kann man ja dann natürlich immer, ich sag mal, aus allen anderen Sparten immer mal ein Video veröffentlichen, aber ich glaube, es macht schon faktisch einfach, hier merke ich, hier bin ich mittlerweile so sicher und safe und habe auch so viel Lust, hier wird es mal Zeit für den nächsten Schritt, meine lieben Freunde. Und dieser erste Schritt, dieser nächste Schritt ist schon getan tatsächlich. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei dieser Rückschau auf die letzte Woche und überhaupt auf so Themen, die mich in letzter Zeit so beschäftigt haben. Dieses Video wird es jetzt regelmäßig geben oder dieses Videoformat.
Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht es mir nach, dass ich euch jetzt hier einfach mal eine und eine Viertelstunde vollgequatscht habe, aber es gab einfach so ein paar Dinge zu sagen. Ich gehe davon aus, dass es natürlich am nächsten Montag nicht so viel wird und nicht so lange dauern wird. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man auch einfach mal eine Stunde und 15 Minuten quatschen und mal so ein bisschen was über sich und seine Erfahrungen und alles so erzählen. Und meine lieben Freunde, ich möchte mich an dieser Stelle aus Gründen wirklich nochmal nicht selber entschuldigen, kann man sich nicht. Ich möchte um Verzeihung bitten bei allen Menschen, die ich sehr verletzt und sehr schlecht behandelt habe oder die ich vielleicht so ja auf ziemlich unflätige Art und Weise belästigt habe. Tut mir wirklich sehr leid. Ich habe eine schwere, dunkle Zeit hinter mir und diese Zeit ist tatsächlich vorbei, meine lieben Freunde. Herr Lüblich, macht mal den nächsten Schritt von... Macht mal, ich weiß noch nicht von wem zu wem, aber Herr Lüblich, macht mal den nächsten Schritt. Bis zum nächsten Mal, euer Lieblingssimulant, Herr Lüblich. Schiss. Ich wette, jetzt kommt irgendwie so weit raus wie, Mikro hat einen Ton nicht aufgenommen oder Desktop-Audio hat nicht hingehauen. Warte mal, hier gucken wir gleich mal rein. Erweiterte Audio-Eigenschaften. Ach so, der macht das denn einfach auf alle Kanäle. Na gut, dann geht das ja noch. Naja, wir lassen uns mal überraschen, meine lieben Freunde. Oh, das habe ich lange nicht gesagt. Bis bald. Tschüss.